Hast du noch Marmelade von mir? Lecker. Durchaus. Doch auch dieser Lachsschinken ist nicht zu verachten. Ich versuche immer wieder, mich neu zu erfinden. Und dann passiert es halt nach ein paar Jahren schon, dass die Texte immer komplizierter werden. Also in letzter Zeit lese ich Texte vor, die die Leute auf der Bühne, also die die Leute einfach nicht verstehen. So richtig, weil ich sie trotzdem immer noch so schnell vorlese, wie das meine Art ist. Und das ist schwierig. Deswegen denke ich wachse raus. Weil ich kann, wenn ich jeden zweiten Tag irgendwie 10 Poetry Slam Texte höre, kann ich für mich nicht unbefangen mehr einen Text schreiben, weil ich mir dann bei jedem zweiten Satz denke, ah nee, Mist, das hat er aber vorgestern auch gemacht. Ah, das kann ich jetzt nicht machen. Und so. Ja, und dadurch auch, also ich habe so das Gefühl, es kommt wenig Neues nach. Also es gibt ganz selten so unter den Jungen jemand, wo ich denke, oh wow, das ist ja jetzt was total, das beeindruckt mich jetzt total. Diese Erfahrung habe ich aber vor 5 Jahren viel häufiger gemacht. Poetry Slam, da kommen ja die Leute immer hin und denken, ey, warum macht denn hier keine Gedichte? Und dann, also weil die Leute nicht wissen, wie jeder vernünftige Mensch, der Literatur studiert hat, dass Poesie auch Prosa umfasst und Dramatik und jedes gute Textwerk, was über den Informationsgehalt eines Wortes oder eines Satzes hinausgeht. Keine Ahnung, es kann Poesie sein, wenn ich jetzt plötzlich sage, Holunder. Weil es in diesem Zusammenhang hier überhaupt keinen Sinn macht, Holunder zu sagen. Dann habe ich eine Assoziation geweckt beim Zuschauer da draußen und schon ist die Poesie da. Darum geht es ja nur. Poesie ist nur, da geht es nur um Assoziationen wecken. Deswegen, das nervt mich immer voll, dass die Leute da auch so ungenau sind, dass sie dann immer denken, Poetry ist gleich Gedicht und Gedicht ist immer dann, wenn es sich reimt. Nicht. Happy Metal!